Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Half-Life 2. In der letzten Folge hatten wir hier diese Defense-Aufgabe, wo wir uns vor den Combine in Sicherheit bringen mussten. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Alex hinterher. Erstmal hier ein bisschen Anzug aufladen. Gesundheit haben wir ja genug. So, sehr schön. Alles auf 100%. Was will man mehr? Was will man mehr? So, und wieder Daten laden. Aber das war ja schon klar. Das kennen wir ja schon längst. So. Vielleicht werden manche von euch schon bemerkt haben, dass in letzter Zeit nicht so regelmäßig Videos kamen, wie eigentlich der Upload-Plan war. Aber ich werde jetzt versuchen, jeden zweiten Tag mal ein Video hochzubringen, weil ich momentan auch sehr viel zu tun habe mit Schule und so. Und daher geht das einfach nicht. So, weiter. Ja. Achso, ich soll das aufmachen. Okay. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. So, wo ist noch jemand? Der weg. Der weg. Der weg. Das ging jetzt schnell. Der weg. Alle sind weg. Sehr schön. Und nächster. Und nächster. Nächster. Und nächster. Und nächster. Und wieder alle weg. Das geht ja hier. Im Akkord schnitzeln wir die weg. Ja, ich warte auf dich. So, weiter. Toll, noch eine Sicherheitsstation. Ja, das ist ja klar, dass hier so viele Sicherheitsstationen sind. Ist ja auch ein Hochsicherheitsgefängnis. Hab sie. Ha, hab dich jetzt. Tja, jetzt sitzt sie in der Falle. Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Ich bin doch immer vor dir da, sowieso. Die Tür. Ja, dann machen wir hin hier. Mann, jetzt so ein Gerät will ich auch haben. Da ist sie. Lass mich mit ihr reden, Gordon. Vielleicht kommen wir nur mit ihr raus. Okay, dann viel Spaß. Hallo? Gott sei Dank ist jemand. Alex? Gordon, wie seid ihr hier reingekommen? Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Wovon redest du? Verdammt. Weg da, Mossman. Wir kommen rein. Oh, die wollen hier rein, aber die kommen hier nicht rein. Solange ich hier bin, kommen die nicht rein. So. Alex, egal was du denkst, ich schwöre, ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe! Sei froh, dass du uns noch nützen kannst. Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du? Wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für ein Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn! Dagon, das Dad, ich hole ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor eingeben und dann los. Dazu bräuchten wir Zutritt zur Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Ja, Alex kümmert sich drum. Alex schafft das schon. Also los jetzt. Ach, jetzt darf ich hier wieder Tower Defense spielen, oder? Erstmal aufladen.
Okay. Oh mein Gott. Und du hast damit gearbeitet? Wie lang schon? Bis jetzt noch nicht. Ich wusste jedoch, was soll ich das denn sein hier? Aber hallo. Scheint, als erwarte es uns. Die Combine nutzen ein eigenes Impulsnetzwerk mit sehr langer Startzeit. Das Aufladen dauert ziemlich lange. Schön vorgeglüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. So, endlich haben wir wieder Dad. Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith, wie ich sehe, bist du frei? Eigentlich nicht. Eli, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Koordinaten, Dr. Mossman. Ja. Das ist also das Combat-Portal. Kleiner, als ich gedacht hätte. Ich würde auch mit rein. Schnell, Dr. Mossman. Kann ich hier nicht die Teile irgendwo hinstellen? Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Sind Sie bereit für uns? Fertig, bereit und voll aktiviert. Gut. Ja, wie das letzte Mal. Mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für... Was denn das? Moment, das muss wieder runter. Nein, stopp! Was soll das? Ach ja, die macht sich aus dem Staub hier. Es tut mir leid, Alex. Es geht nicht anders. Nein! Komm zurück! Was ist los, Dad? Alex? Nein! Was geht hier vor? Tschüss. Ja, super. Und weg sind sie. Koordinaten sind das? Wo hat sie ihn hingebracht? Wahrscheinlich in die Hauptstation. Wow. Gib Deckung, Boden. Muss das Portal zurücksetzen. Ja. Dann mach doch mal inne hier. Gut. Ja, ich will doch gerade die Türme nehmen. So, hier noch ein Turm. Und... So, die ballern hier alles weg. So, hier ist Dauerfeuer. Hier kommt niemand durch. So, ich schieße schön mit. So, war das schon alles? Oder... Geht ja langsam voran hier. Amazon macht eine... Okay, jetzt sind sie auf der Seite. Jetzt sind sie auf der Seite. Hoppla. Scheiße. Aufstellen und fertig. So, jetzt mach mal hin hier. Ja, das ist aber noch nicht schnell genug. So, kommen hier noch drei. Noch drei. Ja, kommen hier jetzt noch mehr Gegner oder noch zwei? Und anscheinend kommt hier kein Gegner mehr. Na denn. Oh, das kommt gleich eine riesige Welle voller Gegner. Voller böser Combine. Spiegeleffekte, oh mein Gott. So, komm schon. Fast geschafft. Erster dreht sich, zweiter dreht sich. Ja, dritter dreht sich. Komm schon. Vierter dreht sich. Nur noch ein paar Sekunden. Und fünfter, komm.
Sehr schön. Oh Mann, geschafft. Und jetzt nichts wie weg von hier. Ja, schneller, komm. Diese Werte machen mir Angst. Komm. Okay, Doc, Ziel erfasst. Ich habe eure Ankunft kaum erwartet. Schnell. Auf jetzt, Gordon. Rein da. Ja, ich bin doch schon drin. Das wird ganz, Moment. Ganz knapp. Wow. Ja, Ladedaten. Es war gerade so ein schöner Moment. Und er wird jetzt durch den Ladevorgang der nächsten Map-Abschnitte unterbrochen. Na denn. Oh Mann, oh, endlich wieder zurück, ey. Aber wo ist Dr. Kleiner? Dr. Kleiner, wir müssen raus. Dr. Kleiner? Ah, okay. Alex? Gordon? Meine Nein. Güte, wie seid ihr hier gekommen? Nicht wieder das Teil. Was ist los? Meine Liebe, ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Ich hatte Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Der Teleporter ging wohl gerade hoch, als wir ihn benutzten. Ganz recht. Die Erschütterungen konnte man meilenweit spüren, aber... Das war vor einer Woche.